Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rage 2. Achso, ich hatte glaube ich das letzte Mal den Wagen noch irgendwo stehen lassen. Einmal hier kommen bitte. Antivirensysteme. Dann fahren wir hier nämlich weiter runter. Wir haben noch einige Dings hier zu erledigen, einige Nester. Ups. Ziel erreicht. Möglicherweise können wir hier schon ein bisschen was zerlegen. Fürs Erste. Jojo. Haben wir hier nicht schon? Aber hey, so eine Schrot findet halt echt schon was Angenehmes. Auch sehr froh, dass die jetzt hier one-shottet. Na, fast. Wenn man nah genug dran ist. Okay, du hast sogar geschafft, da auszuweichen. Das wundert mich gerade ein wenig. Aber gut, Lagerkiste Nummer 1 haben wir. Von 2 waren das, glaube ich, oder? Jupp. Jetzt mal ein paar Minuten Ruhe. Das ist ja auch schön. Dann suchen wir mal weiter Mutantenpots. Sieht munitionsmäßig aus, so weit noch ganz okay. Dupdi-dupdi-du. So, Hallöchen. Ich glaube, das ist gerade von selber kaputt gegangen da drin. Wollte ich nicht. Da bin ich doch dabei. Ich glaube, lange brauche ich mal wieder Muni. Gut, das wäre es aber, glaube ich, hier unten. Die Kisten haben wir. Der Layout sieht irgendwie genau aus wie das andere, wo wir das erste Mal drin waren. Hm?
Komm, komm, komm. Ja. Hätte ich mir jetzt etwas erfolgreicher vorgestellt. Da hinten sind noch welche. Okay, und aus unser Wagen. Stimmt, hier oben waren wir noch gar nicht. Sollen wir auch hier mal ein bisschen mehr Polizeipistole benutzen? Ich meine, da haben wir ja noch was von und Dinge halten ja eh nichts großartig aus. Haben wir hier drin noch was? Da hinten? Dankeschön für all das Feldried. Geht es halt schon direkt weiter. Na, ich glaube, hier ist dann doch besser, wenn wir auf Schrotflinte gehen. Na, die ist da nicht durchschlagskräftig genug für, leider. Haben wir wieder was. Na hier. So. Dann war hier noch was. Ich glaube, so viel sind es ja auch nicht mehr. Und die letzte noch. Kommt jetzt auch von der Seite. Na, wir nehmen einen. Geht doch. So, der letzte Port ist da oben. Na gut, den sollten wir kriegen. Naja. Gerade nicht mehr, ich bin soweit fertig hier. Geht schon. Es sind ja nur ein paar Mutanten, die machen ja nicht so viel. Dann lass doch gleich mal hier runterfahren. Ups. So was aber auch. Rennt der einfach so auf die Straße. Wir sind da. Oh. Sieht nach einem besonderen Wagen aus. Zu 90% intakt. Ich würde den auch ungern kaputt schießen. So, eine kurze Deckung. Ich glaube, bei dir ist es doch sinnvoll, dann ein bisschen auf links gehen. Also schön, einfach, einfach.
dumm. So, genau. Bitte einmal da bleiben. Au. Ja, schade. Der ist ein wenig durch. Der Wagen. Okay, reicht noch nicht ganz für eine Gesundheitsinfusion. Links reicht es, um dich zu erledigen. Noch zwei davon, okay. Wenn ihr meint. So, bist du der Letzte? Jo, bist du. Können wir uns jetzt in Ruhe nochmal umschauen. So, danke dafür. Ein Datenpad und drei Kisten. Wie gehen wir da von dem? Wahrscheinlich ist es da oben irgendwo. Ah, noch eine Kiste, immerhin. Auch nicht verkehrt. Vielleicht hier drin. Ja, ich glaube, wir gehen wieder weiter weg. Da haben wir die letzte Kiste. Das ist ja schon mal was wert. Wie sieht es mit Upgrades aus eigentlich? Drei Punkte, das heißt, wir könnten hier noch was machen, den Techniker zum Beispiel. Also das mit den Routen vom Händler finde ich ein bisschen unnötig. So oft benutze ich den ja nicht. Die fantastischen Funde neu. Meine Jagd nach Kuriositäten hat mich bis an den Rand der bekannten Welt geführt und sogar darüber hinaus. Auf einer Lichtung, umgeben von einem nasskalten Sumpf und einem Dschungel, in dem es vor gefährlichen Tieren nur so wimmelt, stieß ich auf ein bizarres Ritual. Inmitten des gewaltigen Schreins ruht dort der Schädel des legendären Riesenmutanten Skalki der Fels. In den wuchtigen Augenhöhlen des Schädels ist ein Schimmern zu erkennen von antiker metallener Technologie. Die Mutanten nähern sich abwechselnd dem Schädel und besprühen ihn mit etwas. Dieser Schädel der Farben liegt der Vermutung nahe, dass Skalki der Fels auch noch lange nach seinem Tod eine echte Inspiration für die Mutanten darstellt. Schön. So, Wagen ist dahin. Du bist leider nicht mehr so ganz fit. Du auch nicht. Lass mich einweisen. Bin bald wieder da. Ja, das geht schon, danke. Das kriegen wir hin. Mir geht's gut. Ist so ein bisschen Höllenfeuerwehr, glaube ich, auch nicht verkehrt. Aber wir haben ja noch einen Banditen-Dings
auszulöschen. Hier ist wieder so ein Banditenunterschlupf. So, schauen wir, wie gut wir das hier zerlegen können. Das Boothaus. Du das hältst aber länger, relativ lange durch hier. Gute Nacht. Nun, wäre nett, dass du mir das ja aufgemacht hast. Das ist sehr freundlich. Brauche ich ja nur die Munition, um dich zu erschießen. So, dann haben wir der Makeboat Face. Viele Kisten, eine Truhe und ein Datenbrett. In Ordnung. Und sonst bin ich wieder voll, okay. Dann legen wir doch mal los. So, Nummer 1. Ruhe. Das Datenbett. Captain Cranks Piratenspaß. Eines Tages ist Captain Crank mit seiner Crew losgezogen, um Amiga Dala Gala zu finden, weil das richtig gut ist und die Cranks kranke Medizin seine Leute alle grün und rasend macht. Der größte Riverhawk, Cal Gahoney, hat ihm gesagt, dass er so groß und beängstigend wäre, dass er ein eigenes Schloss am Rande des Ödlands haben könnte. Da hat Captain Crank seine 7 Sachen gepackt und ist da rausgezogen. Ich will bei Captain Crank leben, damit er mir was von seiner Spezialmedizin gibt und ich durchgehend aggro und kampflustig bin. Von Curtis, 36 Jahre. Ja. Muss halt Ziel im Leben haben. Das hilft ungemein. Das ist doch war ein sehr lohnenswerter Raum. Gut, wir haben die letzte Eichenkiste. Haben wir hier was? Jawohl, danke. Okay, das ging angenehm fix. Gut, was haben wir denn jetzt? Haben wir jetzt hier alles soweit erledigt? Sieht mir fast so aus, ne? Na, den Meteoriten noch nicht, aber ansonsten. Ja, bin zufrieden. Bin sehr zufrieden. Dann einmal zurück zum Wagen, bitte. Nicht. Ich habe hier schon alles zerlegt. Danke.
Passt schon. Ja, und dann können wir in der nächsten Folge uns mal noch den Meteoriten angucken und dann geht's ab ins nächste Gebiet. Von daher, ich bin mal gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.